Let's go! Heutiges Thema, Humpe. Und nachdem der Tino, der die Videos hier immer so sensationell schneidet, mir jedes Mal vorhält, dass ich vor der Kamera langweiliger bin als jeder Nachrichtensprecher, völlig zu Recht, erstmal ein bisschen Action. Scheiße. Oh, schon ganz außer Atem. Zu viel Krafttraining und zu wenig Radausdauertraining gemacht. Jo, Krafttraining und Ausdauersport, wie passt es zusammen? Im ersten Moment denkt man ja, hä, okay, die doch sehr schlanken Bergziegen, die da bei der Tour de France umeinander heizen. Das Letzte, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die mit irgendwelchen Gewichten im Kraftraum hantieren. Aber wer denkt, dass der Kraftsport dem Ausdauersport nichts zu bieten hat, sei an dieser Stelle belehrt. Denn im richtigen Wiederholungs- und Intensitätsbereich kann man da durchaus positive Auswirkungen erzielen. Ganz vordergründig natürlich die inter- und intramuskuläre Koordination, sprich die Zusammenarbeit der einzelnen Muskelfasern in einem Muskel und dann auch die Zusammenarbeit mehrerer Muskeln an einer Bewegung. So viel schon mal dazu. Dann natürlich noch Rumpftraining, Kraftübertragung, all solche Geschichten. Komme ich später nochmal einen Ticken genauer dazu. Kleiner Sprung zurück. Wo komme ich trainingstechnisch überhaupt her? Ich sag mal meine Trainingshistorie. So mit 14, 15 würde ich sagen, habe ich angefangen mit Spaß zu trainieren. Habe dann im Zimmer von meinem Bruder viel geboxt, mich so ein bisschen gepusht und habe mich dann da sehr im Krafttraining und dann eher schon Richtung Bodybuilding ausgelebt. Ich sah jetzt in keinster Weise aus wie ein Bodybuilder, da haben was weiß ich wie viele zig Kilo gefehlt, aber meine Intention hinter dem Training war schon rein Muskulatur einfach aufzubauen. Da war dann so die Hochphase, würde ich sagen, während dem Abitur. Das war auch dann die Phase, wo doch nicht selten mal ein oberkörperfreies Foto vor irgendeinem Umkleidespiegel entstanden ist. Ich will mich an dieser Stelle dafür entschuldigen. Dann bin ich in die Physiotherapieausbildung gegangen und habe relativ schnell lernen dürfen, dass ein Bizeps-Curl vielleicht doch nicht das Ende der Fahnenstange ist, wenn es darum geht, gesundheitlich Krafttraining zu betreiben und ja, einfach Sport zu machen. Dementsprechend wurde es dann nach und nach immer ein bisschen funktioneller. Erstmal so beim Bouldern irgendwie mitgegangen, dann da regelmäßig hingegangen, angefangen Handstand zu üben, an den Ringen trainiert, um da eben möglichst vielseitig einfach Kraft aufzubauen, Mobilität aufzubauen. Dann kam aber irgendwann der Switch, so ab 2019, so richtig dann vor allem ab 2020 zum Radsport. Also einmal eine 180-Grad-Wendung von vorher wirklich reines Krafttraining, Bodybuilding. Dann so diese Übergangsphase mit dem ganzen Hippie-Gedöns, sag ich mal. No offense, so. Ich feiere das immer noch extrem und versuche es auch nach wie vor immer mal wieder einzubauen, weil ich einfach glaube, aus gesundheitlicher Sicht gibt es kaum was Besseres. Aber meine Leidenschaft ist dann eben doch auf den Radsport übergegangen, aufs Ausdauertraining. Und das war dann eigentlich auch so die Phase, wo ich so ein bisschen damit abschließen konnte, dass ich unbedingt Muskulatur auch an den Beinen aufbauen muss. Weil vorher, offen gestanden, war es doch für mich immer ein ziemlicher Albtraum, als Disco-Pumper abgestempelt zu werden. Ich glaube schon, dass das auch einen großen Einfluss darauf gespielt hat, dass es mir eben so wichtig war, Muskulatur aufzubauen, gerade eben ganz viel Beine trainiert. Aber guess what, mit Klumpfüßen ist es einfach schwer, nicht wie ein Disco-Pumper auszusehen. Kann man so viel Beine trainieren, wie man will. Jetzt sind wir im Pararadsport und trotzdem ist mir das Krafttraining natürlich erhalten geblieben. Und welche Übungen sich da für mich eignen, schauen wir uns jetzt nochmal an. Das Problem ist ja immer im Paracycling, generell im Parasport, dass natürlich jeder seine individuellen Einschränkungen hat. Man kann das nicht einfach mit der ein oder anderen Mobility-Übung aus dem Weg schaffen, sondern das sind Einschränkungen, die einfach immer bleiben und dann muss man sich halt da Alternativen suchen. Das ist aber ja durchaus möglich. Ich habe da für mich schon relativ früh das Kreuzheben entdeckt. Beim Kreuzheben kann man eben sehr gut den Unterschenkel relativ senkrecht lassen, sprich man braucht nicht viel Beweglichkeit im Sprunggelenk, was mir natürlich sehr zugute kommt. So zu meinen Höchstzeiten war ich da vielleicht so bei ja, gut 150 Kilo auf Wiederholungen. Mittlerweile bin ich da wieder ein gutes Stück runter, einfach weil der Fokus natürlich auf dem Ausdauertraining liegt. Da bin ich jetzt so bei ja, 100, 120 Kilo vielleicht, je nachdem, wo ich gerade auch in der Saison bin.
Dann als zweites habe ich jetzt kürzlich tatsächlich erst den V-Squat bzw. auch Hack-Squat für mich entdeckt. Das ist so eine Art geführte Kniebeuge, wo man eben die Füße einfach sehr weit nach vorne stellen kann und die Kniebeuge quasi so ausführen kann, dass sich eigentlich bloß das Gesäß so oder halt der Oberkörper nach hinten, nach unten bewegt, wo man, wenn man das frei machen würde, einfach nach hinten umfallen würde. Aber dadurch, dass es eben geführt in der Maschine ist, geht es ganz gut. Als eine weitere Übung, die so ein bisschen eher ins Eigenkörpergewichtstraining geht, mache ich noch Nordic Curls. Finde ich es einfach richtig cool, dass man schon so ein bisschen den Übertrag dann auch ins Rumpftraining hat, dass man halt gut die Stabilität über dieses Hüftgelenk hinweg halten muss. Fällt mir durchaus schwer. Ich bin weit davon entfernt, die Übung perfekt auszuführen, aber macht eben einfach Spaß. Und damit kommen wir dann auch schon so in den nächsten Bereich, nämlich natürlich noch das Rumpftraining. An der Stelle kann ich mir als Physio natürlich nicht verkneifen. Rumpf ist Rumpf. Das gilt nicht nur für Sportler, sondern eigentlich für jeden. Dementsprechend Rumpftraining auf keinen Fall vernachlässigen. Meine Favorites sind da zum einen ganz normale Standard-Planks. Ich mag immer so Stützübungen deutlich mehr als jetzt sowas wie Sit-Ups oder so. Da dann in allen Variationen eben den normalen Plank und dann auch den Side-Plank. Und damit hat man dann eigentlich auch schon so ein ganz gutes Ergänzungstraining zum Radsport gemacht. Im Wiederholungsbereich, was das angeht, trainiere ich so in wirklich eher Richtung Maximalkraft. Also gerade bei den schweren Übungen, ja, 4 bis 5 Wiederholungen. Und bei den, ja, etwas leichteren Übungen, sage ich mal, oder wo einfach nicht so viele Muskelgruppen beteiligt sind, sondern die so ein bisschen isolierter sind, mal vielleicht auch ein paar Wiederholungen noch mehr, aber eigentlich schon wirklich eher im niedrigen Wiederholungsbereich, weil wir eben nicht den Muskel aufbauen wollen, den wir eher dann so im Hypertrophiebereich von, ich sag mal, 8 bis 12 Wiederholungen, sagt man typischerweise, haben, sondern wir wollen ja wirklich nur mehr Kraft, bessere Koordination der Muskulatur und eigentlich möglichst keinen Muskelzuwachs, weil das wiederum Gewichtszunahme bedeuten würde. Es ist jetzt natürlich auch nicht dramatisch, wenn man da mal ein paar 100 Gramm Muskulatur aufbaut, aber so im Großen und Ganzen steht es ja nicht im Fokus. So viel dazu. Mich würde interessieren an die Radsportler da draußen, macht ihr bereits Krafttraining? Wenn ja, was sind eure Favorite-Übungen? Schreibt gerne in die Kommentare. Fühlt sich immer noch ultra weird an, das zu sagen, was man bei YouTubern, die ich selber so verfolgt habe, früher immer witzig fand. Schreibt alles in die Kommentare. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat, dass ihr es interessant fandet. Vielleicht hat es ja auch den einen oder anderen motiviert, der bisher kein Krafttraining gemacht hat, sich dem Thema doch mal zu widmen. Fände ich natürlich cool. Und dann bleibt mir nicht mehr zu sagen, als vielen Dank fürs Zuschauen. Freut mich nach wie vor, dass ich doch so viel positives Feedback auch bekomme, dass die viele von euch einfach die Videos cool finden. Haut rein! Bleibt fit, bleibt gesund, trainiert schön und wir sehen uns. Ich brauche noch irgendwie so einen coolen Schlussding, so wie Vegan Cyclist. Yeah. Aber das will ich jetzt nicht klauen. Peace.